Moin Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed. Und ja, wir sind hier in der Stadt. Alles noch ziemlich unauffällig. Wir sollen jetzt eigentlich, unser nächstes Ziel ist es, zu Al-Mualim zu gehen. Ja, aber wir erkunden erstmal hier diesen Part hier unten. So. So, hier müssen wir nicht untertauchen. Bis jetzt sind hier ja auch nur Verbündete. Von daher. Ja. Aber ich schätze, hier gibt es noch wenig zu tun erstmal. Ja. Aber ich will mich trotzdem mal hier umsehen ein bisschen. Bisschen Assassin's Creed Action hier machen. Bisschen hier. Oh. So ein komischer Kauz. Ich ein komischer Kauz. Naja, weiß ich nicht. Kann sein. Okay. Muss mich immer noch ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen. Aber ich glaube, es gibt hier erstmal wenig zu tun. Deswegen gehen wir mal zu Al-Mualim. Geht's hier lang? Ja, hier kann man lang. Okay. Was seid ihr hier? Verbündet, okay. Kann sein, dass hier irgendwie alle verbündet sind mit uns. Ich glaube. So. Dann gehen wir mal weiter. Kann sein, dass wir da hoch müssen. Ich glaube schon. Scheint irgendwie da das Hauptquartier der Assassinen zu sein. Ja. No. Okay, dann, ja. Gehen wir mal hoch. Müssen wir hier rein? Ah, Ja. endlich kehrt er zurück. Abbas, wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Okay. Also. Dann, das ist anscheinend Abbas. Waffenverbot. Ja, gut. Ich hatte auch nicht vor, hier die Waffen zu benutzen. Okay, dann, gehen wir mal zu dem Meister. Der wahrscheinlich hier drin ja, ist. Welche Ehre. So. Der Meister erwartet euch. Naja, das weiß ich. Altair, Meister. Tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission. Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch,
meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Ich... Sprecht nicht weiter! Kein Wort mehr! Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein! Ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein! Nicht tot. Malik? Ich lebe wenigstens noch. Und euer Bruder? Erschlagen. Wegen euch! Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder... Mein Bruder könnte noch leben. Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier. Nehmt es. Obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als nur ihrem Schatz zurück. Meister, wir werden angegriffen. Robert de Sable belagert das Dorf vor Massiaf. Also sucht er den Kampf. Nun gut, ich werde ihn nicht abweisen. Geht, sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Was euch angeht, Altair, unser Gespräch wird warten müssen. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay, okay, okay. Also Attacke jetzt, oder was? Okay, okay. Altair, gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten, aber nicht alle. Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab. Beschäftigt sie und ich rette die, die noch dort festsitzen. Wie ihr wünscht. Okay. Dann mal los. So. Okay. Okay, ja. Das Schwert. Nein, so. Okay, also jetzt mit dem Schwert Action machen, oder was? Wo genau muss ich jetzt hin? Da unten. Okay. Ja, bei Schwert, da sehe ich mich da. Oh. So, den hätten wir. Okay, das war noch... What? So, ja, gut. Oh, gegen zwei. Gar nicht gut. So, zack. Oh, da hinten, da hinten. Hallo. So. So. Okay, weiter. Da kommt der nächste, der aufmuckt. So, bis jetzt noch recht simpel. Noch, muss man sagen. Ich hoffe, dass mit dem Ton passt alles. Oh, da. Oh, bisschen buggy. Bisschen. Mhm. So. Ach.
Ja, zurück oder was? Warum zurück? Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Geht dann wohl wieder hoch. Alter Held, komm! Al-Mualim ist noch nicht fertig mit uns. Wo gehen wir hin? Nach oben. Wir haben eine Überraschung für unsere Gäste. Haltet euch an mich. Schon okay. Bald werdet ihr verstehen. Luftangriff, oder was? Quasi. So. Abbas. Wo bist du? Hier. Okay, dann, ja. Gehen wir hoch. Geht auf diese Plattform, Altai. Ah ja. Okay. Auf diese. Also jetzt kommt quasi so eine Synchronisation. Oder so. Heide! Gebt zurück, was ihr gestohlen habt! Ihr habt kein Anrecht darauf, Robert. Zieht ab, sonst bin ich gezwungen, eure Reihen weiter zu lichten. Ihr treibt ein gefährliches Spiel! Ich versichere euch, es ist kein Spiel! So sei es! Bringt mir die Geisel! Euer Dorf liegt in Ruinen und eure Vorräte sind begrenzt. Wie lange bis eure Festung von ihnen zerbröckelt? Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegen und die Mägen leer sind? Meine Männer fürchten den Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt. Gut, dann sollen sie Erlösung erhalten. Folgt mir und tut es ohne zu zögern. Zeigt diesem tumpen Recken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Herauf zum Herrn! Hm. Okay. Mein Bein! Mein Bein! Still! Oder die Templer werden uns hören. Jetzt sollen wir schon mal los, oder was? Anscheinend sollen wir schon mal los. Zurück und kümmere mich um ihn. Ihr müsst alleine weiter. Diese Seile führen euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. Geht und löst sie aus. Lasst den Tod auf unsere Feinde regnen. Ja, wir können hier einfach rübergehen. Ich dachte, wir müssen hier oben an das Teil. Oh, ne? So. Vielleicht sollte ich nicht springen, während ich hier rüberlaufe. So. Ja gut, klettern, das wissen wir ja schon, wie es geht. Das ist also kein Problem für uns. Außerdem sind wir ja eh Assassinen, ne? Also. Oh, hallo? Das war jetzt nicht der Plan. Hallo? So. Oh nein. Ah. Aua. Das tat weh. Okay, ich muss immer noch ein bisschen reinkommen mit der Steuerung. Schon sehr ungewöhnliche Steuerung auf jeden Fall. Ach man, mach doch nicht so. Okay. Ich werde es hinkriegen, ja. So. Okay. Gleich sind wir oben. Geschafft.
geschafft, Robert von hier zu vertreiben. Sein Heer ist versprengt. Es wird lange dauern, bis er uns wieder gefährden kann. Sagt mir, wisst ihr, warum ihr Erfolg hattet? Ihr habt zugehört. Hättet ihr doch nur in Salomons Tempel zugehört. All das hätte vermieden werden können. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz, eurer Respektlosigkeit gegen unsere Lehren. Was tut ihr? Es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassinen nicht befolgen, sind wir nichts. Drei einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Als erstes und oberstes, haltet eure Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Ich weiß. Und hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr dann den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lasst Demut in euer Herz, mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf das ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt, vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Das dritte und letzte Gebot. Die schlimmste eurer Verfehlungen. Gefährdet die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein. Eure Taten dürfen uns niemals schaden. Direkt oder indirekt. Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch, ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch. Es schmerzt mich, wahrlich. Aber ich kann keinen Verräter dulden. Ich bin kein Verräter. Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Und so lasst ihr mir keine Wahl. Friede sei mit euch, Altair. Oh. Aua. Er hat eine weit höhere Anpassungsrate als jeder andere Tester. Ich hole ihn da raus. Er war viel zu lange da drin. Nein, noch nicht. Wir haben noch so einen weiten Weg vor uns. Das ist zu gefährlich. Was sind schon ein, zwei Stunden? Warum diskutieren wir das nicht im Konferenzraum? Gönnen wir Desmond eine Minute Ruhe? Ach, ich weiß wirklich nicht warum. Warren, bitte. Gut. Okay, jetzt können wir uns hier umsehen. Okay. Okay, okay. Ah, hier können wir lang. Mann, ich kann mich nicht mal umziehen. Leute, mir fällt gerade an, dass das der gleiche Sprecher ist wie aus Risen 3. Krass. Mag es gar nicht, wenn Sie vor den Gefangenen meine Autorität in Frage stellen. Es gibt ein Wort dafür. Ich glaube, man nennt es Insubordination. Und ich mag es nicht, wenn Sie ihn töten, bevor wir unsere Arbeit beendet haben. Dafür gibt es auch ein Wort. Dumm. Lucy, das ist nicht meine Entscheidung. Ich mache die Deadlines nicht. Aber ich bin klug genug, sie nicht in Frage zu stellen. Wollen Sie wie Layla enden? Ich weiß, der Unfall hat alles verändert. Weshalb wir keine Zeit haben, ihn zu verhätscheln. Wenn Sie ihn zu hart rannehmen, wird er zumachen. Und dann haben wir nichts.
Jetzt haben wir auch nichts. Aber wir werden. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld. Fein. Aber ich möchte, dass Sie sich Gedanken über seine Verweildauer machen. Wir können nicht bei jedem Schweißausbruch abbrechen. Schlimm genug, dass wir uns durch all diese nutzlosen Erinnerungen durcharbeiten müssen. Ich tue, was ich kann. Okay. Ich glaube, das Video leckt ein bisschen, aber ich hoffe, man kann trotzdem alles verstehen. Wir sind fertig für heute, Mr. Miles. Ich schlage vor, Sie gehen in Ihr Zimmer und ruhen sich aus. Okay. Wenn er das sagt, machen wir das natürlich.